Also im heutigen Video geht es darum, wie man eine Hecke richtig und ordentlich pflanzt. Wir haben hier in dem Fall Thuja occidentalis Brabant ausgewählt. Brabant deswegen, weil es im Winter grün bleibt und nicht so leicht bräunlich wird wie eine normale Thuja. Wie hier in diesem Fall haben wir eine Mauer, die uns die Flucht und die Grenze vorgibt. Und wenn das nicht der Fall ist, einfach eine Schnur spannen, an der wir uns orientieren können, mit einem gewissen Abstand zur Pflanze. Wenn wir das haben, uns die Flucht und die Grenze ausgesteckt haben, kommt als nächstes der Heckengraben, den wir uns ausheben. Der Heckengraben sollte mindestens anderthalb so breit wie der Ball sein, damit wir links und rechts ordentlich Erde reinbekommen. Gut, und dann können wir auch schon anfangen zu pflanzen, nachdem wir uns aus unserer Baumschule des Vertrauens unsere Pflanze besorgt haben. Die Pflanze nehmen, vorsichtig ins Loch stellen. Dann sagt man, bei Thujen in dieser Höhe macht man Pflanzabstand bei den Heckenpflanzen von 40 cm. Bei etwas kleineren kann ich auch 33 cm machen, umso schneller ist es dicht. So, von Mitte Pflanze zu Mitte Pflanze messen wir 40 cm. Und hier in unserem Fall haben wir uns entschieden, dass wir von der Flucht, also von unserer Mauer, bis zur Mitte Pflanze einen Abstand von 55 machen. Haben wir auch. Die Höhe vom Ballen sollte etwa genauso hoch sein, wie es aus der Baumschule kommt. Lieber tendenziell etwas höher, als wie zu niedrig. So, dann die Pflanze ein bisschen festhalten und dann das erste Mal verfüllen. Ein bisschen ausrichten, dass sie gerade ist, leicht festtreten. Erst die Pflanze steht. Die Hecke ist gepflanzt, wie man sieht. Als nächster Schritt muss das Ballentuch aufgeschnitten werden. Das Ballentuch muss man nur oben aufschneiden, wenn es einmal um den Wurzelhals drumherum geknotet ist. Einfach Schere nehmen, aufschneiden, ein bisschen zur Seite legen. Das war's schon. Mehr muss man nicht machen bei Jute. Das machen wir dann einmal. Die ganze Länge, um die Pflanze zu entlasten. Wenn die Ballentücher alle oben am Wurzelhals aufgeschnitten sind, kommt als nächstes, dass man einen Pflanzschnitt macht. Wie bei allen normalen Pflanzen, die man aufschneidet, nur hier bei der Hecke ist es einfacher, nimmt man einfach eine Heckenschere dafür. Einmal links und rechts schneiden, schön in der Trapezform und oben die Spitzen ein wenig kappen. Schaut schon fast aus wie eine richtige Hecke. So ein paar Schritte sind noch zu machen und dann haben wir es auch. Als nächstes, ganz wichtig, muss man einen Gießrand erstellen. Der Gießrand sollte ein paar Zentimeter neben den Ballen sein, sodass wir da ein Auffangbecken haben zum Einwässern. Ganz einfach die Erde nehmen und hier einfach einen Ball aufschütten. Das Ganze links und rechts, vorne und hinten, und dann kommen wir zum letzten Schritt, dann haben wir es geschafft. Okay, als letzter Schritt steht noch an, die Hecke einmal einzuwässern. Die wichtigste Arbeit von allem, aber auch die entspannendste für den Gärtner. Beim Wässern ganz wichtig, ordentlich, lange und richtig durchdringend wässern. Und das war's auch schon, so einfach ist eine Hecke zu pflanzen. Wenn man alles beachtet, Pflanztiefe, Pflanzgraben und Wässern, schaut die Hecke nach anderthalb Jahren irgendwann mal so aus und nach 3 Jahren wie die da hinten.